Boah. Also wirklich mega Stimmung bei der Hymne schon. Ich glaube, ich habe sie noch nie so laut mitsingen hören von den Rängen. Wahnsinn. Also ich glaube, das hat auch nochmal, ich glaube, wir haben Energie auf die Tribüne geliefert, aber umgekehrt war es genauso. Ich glaube, es war heute wirklich der perfekte Ort für uns. Es hat schon bei der Hymne begonnen. Es hat mich ein bisschen an Frankreich vor einem Jahr erinnert, als alle mitgesungen haben. Und das ist echt, das ist schon was Besonderes. Macht schon auch wirklich einen Unterschied, wie wenn du in Dänemark irgendwie da zu 11 die Hymne singst oder eben mit allen, weiß nicht, 15.000 Zuschauern. Ja, fand ich saugeil. Emotionen pur. Es ist sehr schwierig, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit dran geglaubt, dass wir es noch schaffen. Dann kam ja dieser Pfostenschuss von Poppy und so ein, zwei Aktionen, die eben unglücklich waren. Aber irgendwie war der Glaube nie weg. Und dann kommt halt eine Clara Bühl und packt nochmal so einen Hammer aus. Das ist halt, ja, war irgendwie dann auch der perfekte Moment. Wow, ja, ich habe gesehen, wie der Ball rollt und dann dachte ich mir so, den hau ich jetzt rein. Weil es war wirklich so, ich wusste, wir schießen das 3-0 noch. Und ja, ich glaube, in der 89. war es, ich weiß nicht, fühlt sich natürlich nochmal geiler an. Man nimmt die Fans mit, das war uns unglaublich wichtig. Deswegen, ja, wollten wir das 3-0 unbedingt noch machen. Und ja, umso schöner, dass ich so der Mannschaft helfen konnte. Ja, welche Fragen haben Sie an mich? Nee, komm, hör auf. War gut. Bin glücklich. Kannst du nicht mal das Interview hier unterbrechen? Also wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, saugeil. Es geht jetzt um die Mannschaft, nämlich um mein saugeiles Spiel gemacht. Hast du die erstmal große Enttäuschung, dass du kein Elfmeter-Tor geschossen hast? Es fällt ja keiner da vorne, ne? Ich wäre da gewesen, ja. Das war zum ersten Mal.